Herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine neue Runde Brawl Stars und wir werden heute mal was ganz Lustiges machen. Und zwar gibt es ja gerade im Shop da drei schöne Angebote und zwei davon sprechen mich echt sehr an. Und die werden wir uns jetzt holen, und zwar einmal natürlich den Skin für Cold und natürlich auch die Bins, also das Binpack, das holen wir uns jetzt auch mal. So, komm. Perfekt. Zahlung erfolgreich. Und dann holen wir uns mal die 5 Bins. Die schauen relativ nice aus. Ich weiß nicht, welche 3 am besten. Ich glaube, ich habe da schon 3. Die schauen wir uns gleich mal an. Wo muss ich die denn wechseln, die normalen? Ah, hier. Dann werden wir das nehmen, das schaut relativ nice aus. Und auch das. Perfekt. Dann haben wir das schon mal geklärt und dann werden wir uns noch ganz, ganz schön natürlich den hier holen. Den schönen Cold Skin. Den finde ich relativ nice. Oder den finde ich eigentlich sogar sehr nice. So. Ja, der ist nice. Screenshot. Und dann werden wir den auch mal auswählen und damit gleich eine Runde spielen. Das ist also unser Plan für heute. Ich weiß gar nicht, welchen Modus wir spielen. Ich spiele einfach mal 3 gegen 3, Leute. Mit dem neuen, schönen Skin. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr den Skin eigentlich? Was haltet ihr davon? Schussanimation ist auch sehr nice. Ich glaube, das Skin wird auch relativ selten sein. Ich glaube nicht, das Skin wird uns holen. Ja, 5 Euro für den Skin muss schon teuer sein. Das ist das Skin überhaupt, oder? Ich glaube, das ist das teuerste Skin überhaupt, weil über 5 Euro. Ich bin gespannt, wie die Ult-Animation ist. Ich spiele jetzt gerade die erste Runde für heute, das heißt nicht erwarten, dass hier super Gameplay steht. Ja, Ult-Animation ist auch nice. Zum Glück kann man kein Eintracht mehr schießen. Ich werde schon wieder ausgerastet. Ja. Das Kind ist relativ nice. Wenn man jetzt irgendwie gut spielen würde. Könnten wir halt auch schon mit einer Maut sehr schön, so muss das. Ah, das war schön gewesen. Aber egal. Ich glaube, die Runde sollte man nicht easy spielen. Aber es ist, glaube ich, für die Leute, die nur so ab und zu mal Brawl Stars spielen, weil jetzt nicht wirklich competitive, viel zu teuer, glaube ich, das Kind und das Kindbett. Also das ist eher nicht so für Leute, die auch wirklich die ganze Zeit am Brawl Stars spielen sind. Erstmal zweimal den Schuss verkackt, aber die Runde haben wir trotzdem gewonnen. Ich glaube, ich sollte auch Stars spielen lassen. Jawohl. Das Kind finde ich halt extrem cool, weil er schaut halt so aus, so wie ein Gamer. Es passt perfekt zu dem, sieht man auch mit dem Headset sozusagen. Und auch die Pistolen mit dem Brawl Stars Bildschirm drinnen. Oha, das ist richtig nice gemacht. Und auch Cold steht vorne um den Namen. Es ist so wie halt ein E-Sport
Spiel aussehen würde praktisch, wenn er in der Band steht. Also, das passt nicht sehr gut. Ich finde, ich habe es gut gemacht. Oh, das könnte eine schwere Runde werden. Der Bali macht das gut. Der Crow, den wir haben, nicht. Benny feiert sich auch extrem. Ein Traum. Und dann auch noch diesen Emote machen. Das ist nice. Das gefällt mir. So, das war ein bisschen schlecht gespielt, aber die gegnerische Shelly spielt da auch nicht wirklich besser. Und dann sollten wir das Ding nicht gewinnen, da es am Ende von dem Lost ist. Aber trotzdem, schöner Win. Ja, ich finde das nice. Ich finde das sehr nice. So, dann spielen wir noch eine Runde. Dann haben wir nämlich auch die Cold Challenge geschafft. Das passt ja perfekt. Oh, das macht Bock. Das Kind macht Bock. Da finde ich, Cold macht doch vielleicht wieder selber viel mehr Spaß. Und Cold hat irgendwie für mich nicht so wirklich Skins, die man spielen kann. Aber das macht mit dem extrem Bock. Dann kann ich auch wieder mal extrem los. Einfach besser. So, nehmen wir jetzt mal ein bisschen scrollen. Wir haben hier keine Chance. Sehr schön, sehr schöne Runde. Ja Leute, das war's dann auch von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir macht das Kind mega Bock. Also ich feiere den extrem. Und ja, wir werden nächste Zeit wieder mal hoffentlich ein paar mehr Boysters wieder sehen. Wenn Boysters wieder mehr Bock macht. Ich glaube, das wird jetzt auch wieder funktionieren. Boysters macht schon wieder relativ Laune gerade im Moment. Also, das war's mit diesem Video, Leute. Und ciao.